Meine Damen und Herren, ich freue mich nun, Ihnen den Berliner Finanzsenator ankündigen zu dürfen. Herr Dr. Kollatz, Berlin ist eine starke Marke. So titelt die neue Arbeitgeberkampagne der Berliner Verwaltung. Wie geht es Berlin heute? Immer noch arm, aber sexy? Der Berliner Senat hat ja nicht nur die Probleme der Corona-Pandemie zu stemmen. BER, Versorgungsnetze, gescheiterter Mietendeckel, Liegenschaften und so weiter halten Sie auf Trab. Herr Senator, schön, dass Sie hier in unser Kongressstudio gekommen sind. Wir freuen uns auf Ihre Ausführungen. Vielen Dank. Guten Morgen. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Sehr geehrter Herr Professor Dr. Schwab, herzliche Einladung für die Einladung zum Deutschen Steuerberaterkongress 2021. Und gerne richte ich auch ein Grußwort an Sie und insbesondere dann die vielerorts elektronisch Teilnehmenden. Um auf die Eingangsbemerkung ganz kurz zurückzukommen, wenn es heute ein realer Kongress in Berlin gewesen wäre, hätten viele von Ihnen sicherlich zur Anreise den BER genutzt, denn der Flughafen ist eröffnet. Das heißt also, trotz vieler Unkenrufe ist es dann schließlich gelungen, den Flughafen zu eröffnen. Und es ist auch so, dass die Finanzverwaltung zu den Verwaltungen gehört, die in Berlin in der Corona-Zeit mit unter 20% Präsenz arbeiten. Das heißt also, die das Thema Digitalisierung und Homeoffice auch massiv umgesetzt haben und vielleicht auch besser umgesetzt haben, als viele vorher geglaubt haben. Also insofern, das Thema Digitalisierung ist angenommen von der Berliner Verwaltung. Und gerade weil das Thema auch der starken Marke angesprochen worden ist, wir haben es geschafft, ein zentrales digitales Bewerbungsportal in Berlin aufzubauen und damit die Bewerbungsverfahren zum einen beschleunigt, aber zum anderen ist auch deutlich vereinfacht, sich auch von außerhalb in Berlin zu bewerben. Und davon machen auch viele junge Menschen in Deutschland Gebrauch. Und auch insbesondere sind die Ausbildungsplätze durchaus sehr nachgefragt. Im letzten Jahr hätte der geplante Deutsche Steuerberatungskongress ja 2020 mit einem schönen Beiprogramm in Berlin stattfinden sollen. Aufgrund der Pandemielage wurde er abgesagt werden. In diesem Jahr haben Sie schon sehr frühzeitig darauf orientiert, den Kongress weitgehend als hybride und digitale Veranstaltung stattfinden zu lassen. Das war sehr weitsichtig. Hatten wir doch alle gehofft, bei der Bekämpfung des Coronavirus bis Mai 2021 schon ein bisschen weiter zu sein, als wir tatsächlich sind. Trotz allem ist es aber so, Lichtstreifen sind ja sehr wohl am Horizont erkennbar und die Zukunft gehört wie immer denen, die eher optimistisch sind. Und es kommt es darauf an, das eben gut zu machen und den Weg aus der Krise raus auch gut zu finden. Die Stadt Berlin, die von der Krise besonders betroffen ist in der Hotellerie und Gastronomie, und auch ich, hätten uns natürlich gefreut, Sie genau deswegen wieder persönlich bei uns begrüßen zu dürfen und ein paar Tage mit Ihnen in unserer Stadt gemeinsam zu verbringen. An diese Tradition kann man sicherlich in Zukunft anknüpfen, aber da müssen wir, glaube ich, noch alle jetzt ein bisschen warten. Die Corona-Pandemie stellt eine enorme und in diesem Ausmaß auch nicht wirklich in einer Vorbereitung präparierte Herausforderung für Wirtschaft und Gesellschaft dar. In den einzelnen Politikbereichen musste deswegen in 2020 in Deutschland auf die Krise schnell gerichtete Antworten gefunden werden. Und weil das Thema auch in der Beitrag von Herrn Schwab eine Rolle spielte. Deswegen haben wir uns zum Beispiel als Land Berlin gerade bei den Kleinst- und Kleinunternehmen immer sehr stark für ein Eigenantragsverfahren ausgesprochen, damit es dort tatsächlich auch schnell zu Auszahlungen kommt. Das ist mit der sogenannten Soforthilfe 2 in Berlin gut gelungen. Und viele Elemente davon sind jetzt ja auch von der Bundesregierung in dem, was jetzt Neustarthilfe heißt, für 2021 berücksichtigt. Und dort sieht man das auch, dass es tatsächlich gelingt, in wenigen Tagen relativ kleine Beträge, dabei geht es um Beträge von 5.000 bis 7.500 Euro, auch rasch tatsächlich auszuzahlen. Und dafür ist das Eigenantragsverfahren eben ein Schlüssel. Eine besondere Bedeutung haben die Hilfen in der Steuerpolitik im vergangenen und diesem Jahr ausgemacht, um negative Auswirkungen auf die Wirtschaft möglichst weitgehend zu vermeiden, eine nachhaltige Stabilisierung der wirtschaftlichen Entwicklung zu besorgen, Arbeitsplätze und Beschäftigung zu sichern, wo immer möglich, damit der Ausweg aus der Krise dann auch eben zu einem raschen Aufschwung führt und zusätzliche Investitionsanreize zu schaffen und die Binnennachfrage zu stabilisieren.
Das ist ein durchaus, wenn man in der Wirtschaftsprogrammatik nachschaut, ist ein durchaus antizyklischer keynesianischer Ansatz und er hat auch im Großen und Ganzen funktioniert. Zur Bewältigung der Corona-Pandemie wurden daher nicht nur eine Reihe von direkten Förderprogrammen für die von der Krise Betroffenen geschaffen, sondern auch diverse steuergesetzliche und untergesetzliche Maßnahmen ergriffen. Das hat den Preis gehabt, dass dadurch die Haushalte massiv in die Verschuldung gelaufen sind. Mit der Verschuldung müssen wir jetzt auch in Zukunft möglichst rasch wieder aufhören. Aber wenn diese Verschuldung zielgenau und für Investitionen und insbesondere auch für diese Stabilisierung in der Krise verfolgt, ist es ein richtiger Ansatz. Und ich glaube, es gibt auch in Deutschland einen breiten Konsens dafür. Zur Stärkung der Nachfrage wurde deshalb im zweiten Halbjahr 2020 die Umsatzsteuer vorübergehend abgesenkt. Es unterliegen verschiedene Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen bis Ende 2022 dem ermäßigten Umsatzsteuersatz. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wurde die Steuerfreiheit für die sogenannte Corona-Prämie eingeführt, sowie eine Homeoffice-Pauschale geschaffen, die je mehr Homeoffice auch tatsächlich umgesetzt wird, auch sich für die Beschäftigten durchaus auswirkt. Und für die Wirtschaft wurden viele Maßnahmen ergriffen, die bei der Bewältigung der Krise unterstützen sollten. Und ein Element war sicherlich, das haben wir auch in Berlin mit unserer Finanzverwaltung sehr zeitnah umgesetzt und wahrscheinlich auch als eines der ersten Bundesländer, dass es in einem großzügigen und auch in der Vergangenheit nicht gekannten Umfang zu Stundungen gekommen ist. Die sonstigen gesetzlichen Maßnahmen ist der vorübergehende deutliche Erweiterung des Verlustrücktrags. Herr Schwab hat davon gesprochen. Die befristete Wiedereinführung der degressiven AFA, die Verbesserung der Anrechnung der Gewerbesteuer, die Erhöhung des Freibetrags für die gewerbesteuerrechtlichen Hinzurechnungen und last but not least die Fristverlängerung für die Abgabe von Steuererklärungen für 2019 bis weit in das Jahr 2021 hinein. Diese Fristverlängerung war Ihnen, der Beraterschaft, besonders wichtig. Sie stellt die Finanzverwaltung durchaus für Probleme, auch wegen diskontinuierlicher Arbeitsprozesse. Insofern ist es für uns wichtig, auch gemeinsam mit Ihnen daran zu arbeiten, dass es zu einem möglichst stetigen Strom an Steuererklärungen kommt, weil nur dann kann das gemeinsame Ziel, dass die Steuererklärungen rasch bearbeitet werden können, auch tatsächlich eingehalten werden. Im Übrigen ist das eines der Themen, wo wir im Bundesvergleich ja in Berlin recht gut dastehen. Mit den gesetzlichen Maßnahmen war aber noch nicht Schluss. Auch auf der Verwaltungsebene kam es zu wichtigen Regelungen, um den Geschädigten, die von den beträchtlichen wirtschaftlichen Einbußen durch Corona betroffen waren, durch angemessene steuerliche Maßnahmen entgegenzukommen. Und wir haben im Prinzip versucht, darauf Wert zu legen, in einer gemeinsamen Kraftakt zwischen Bund und Ländern, dass wir immer dort, wo es Liquidität in den Unternehmen geschont werden konnte, dafür Maßnahmen zu treffen. Natürlich ist es so, dass es nicht nur das Thema Corona gibt, sondern es gibt auch vieles, wo wir durchaus im internationalen Maßstab verhandeln müssen. Es gibt auch vieles, wo es auch in internationalen Maßstab Themen gibt, die umzusetzen sind. Und ein Schwerpunkt für die Berliner Finanzverwaltung liegt immer darin, weil wir für viele Länder zuständig sind, auch für das Thema der Umsatzsteuer, dafür zu sorgen, dass die Zahl der Betriebe, die online handelt und die bislang in großer Zahl überhaupt keine Steuererklärungen abgegeben haben, mit einer Duldung, manchmal auch Unterstützung von Plattformen in der Vergangenheit, dass das eben sich ändert. Und dabei sind wir auch gut weitergekommen, um Ihnen mal ein Zahlenbeispiel für einen wichtigen Handelspartner von Deutschland zu nennen. Hatten wir vor wenigen Jahren noch etwa 450 Unternehmen aus China, die überhaupt Umsatzsteueranmeldungen in Deutschland vorgenommen haben, liegen wir jetzt bei über 60.000. Daraus sehen Sie, da ist ein großer Handlungsbedarf und das ist nur ein Land. Dort haben wir also auch noch vieles vor uns, gerade wenn wir als internationaler, exportstarker Staat weiter bestehen wollen, muss es klar sein, die Online-Ökonomie darf kein außerhalb des Steuersystems liegenden Bereich darstellen. Auf der internationalen Ebene gibt es durchaus Hoffnungssignale, auch nach den US-Wahlen mit neuem politischen Elan bzw. geringer gewordenen Gegenwind dafür zu sorgen, dass die Digitalwirtschaft konsequenter der Besteuerung zugeführt ist. Mit diesem Thema beschäftigen Sie sich ja auch in Ihrem Fachprogramm. Ein anderes Beispiel ist das Gesetz zur Umsetzung der Anti-Steuervermeidungsrichtlinie.
Dort hat der Bund einen Umsetzungsvorschlag zur EU-Antisteuervermeidungsrichtlinie aus dem Jahr 2017 nun auf den Weg gebracht. Der darin vorgesehene Mindeststeuersatz von 25% wird nun jedoch auch im Rahmen des OECD-Prozesses um die Digitalsteuer diskutiert werden. Wenn es zu einer OECD-Lösung kommt, ist sie zumindest aus meiner Sicht vorteilhaft. Kommt sie nicht, ist es aber wichtig, dass wir eine europäische Lösung auch nicht aus dem Auge verlieren. Mit dem Körperschaftssteuermodernisierungsgesetz soll die internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher Familienunternehmen gestärkt werden. Das Gesetzgebungsverfahren bleibt hier abzuwarten. Und insbesondere die Folgewirkungen des Optionsrechts werden nach Meinung von Berlin, aber auch anderer Bundesländer noch weiter zu erörtern sein. Und als drittes Beispiel möchte ich den Gesetzentwurf zur Abwehr von Steuervermeidung und unfairem Steuerwettbewerb hervorheben. Ziel ist hier, Geschäftsbeziehungen zu nicht kooperationswilligen Steueroasen unattraktiv zu machen. Dieses Vorgehen halte ich nun für unbedingt unterstützenswert. Und lieber Herr Schwab, es ist so, das zeigt die Vergangenheit, wenn wir beim Thema Steueroasen nicht alle Möglichkeiten nutzen, dann werden wir dort nicht oder nur in sehr langsamen Schritten weiterkommen. Es gibt also Themen, da arbeiten die Bundesländer mit, aber nicht auch für sich alleine. Ich will jetzt noch zu einem letzten Thema kommen, das ist die bei der Grundsteuer. Das ist ein wichtiges, ein großes Projekt der Steuerverwaltung, insbesondere in allen Bundesländern. Bei der Grundsteuer wäre es ja nicht gerade verboten gewesen, ein gemeinschaftliches, einheitliches Vorgehen zu verabreden. Berlin hat sich daran beteiligt, ein solches Vorgehen zu finden. Und deswegen wenden wir das Bundesgesetz an, um den Hebesatz oder die zwei Hebesätze, wenn es denn dazu kommt, aufkommensneutral anzupassen. Das ist uns besonders wichtig. Es geht dabei um die Aufkommensneutralität. Wir sind jetzt in der Umsetzungs- und Vorbereitungsphase und liegen gut im Zeitplan. Die Grundsteuerwerte per 01.01.2022 sind über Elster ab 01.07.2022 zu erklären. Das heißt, es wird ein automatisiertes Verfahren geben, wo man vier Werte eingeben muss. Es ist natürlich die Entscheidung jedes Gesetzgebers in jedem einzelnen Bundesland, ob man dem Bundesgesetz folgt oder ein eigenes Recht bevorzugt. Die Auswirkungen dieser Rechtszersplitterung sind aber aus meiner Sicht eher skeptisch zu sehen, zumal einige Länderregelungen auch bereits heute zur Äußerung rechtlicher Zweifel ja geführt haben. Zum Beispiel werden das City-Luxushotel und die Lagerhalle am Stadtrand in einigen Ländern mit gleicher Grundsteuer pro Quadratmeter belastet werden. Das halten wir in Berlin für nicht sachgerecht. Man kann es nämlich kaum mit dem Grundsatz aus dem Bundesverfassungsgerichtsurteil in Übereinstimmung bringen, wonach der Gesetzgeber bei der Ausgestaltung der Bewertungsregelung gehalten ist, ich zitiere, den Belastungsgrund der Steuer zu erfassen und dabei die Relation der Wirtschaftsgüter zueinander realitätsgerecht abzubilden. Ende des Zitats. Es geht also auch um eine realitätsgerechte Abbildung der Wirtschaftsgüter und der Wertverhältnisse der Wirtschaftsgüter. Beraterinnen und Berater wie Sie müssen sich nun im Zweifel mit den unterschiedlichen Grundsteuergesetzen auskennen, wenn Sie Mandantschaft mit Grundstücken in mehreren Ländern vertreten. Das ist sicherlich keine Aktion zur Vereinfachung des Steuerrechts. Bei dem Thema Digitalisierung haben wir schon ganz kurz am Anfang drüber gesprochen. Ich unterstütze das, was gesagt worden ist, dass wir einen stärkeren Digitalisierungsgrad vor allem in der Kommunikation mit den Finanzämtern und den Betriebsprüfungen brauchen. Das ist verständlich und an dieser Verbesserung arbeiten wir auch. Für uns ist es allerdings so, dass wir schon glauben, dass es auch immer wichtig ist, den Bundesweg über das Elster-Online-Portal und den Programmierverbund Konsens zu gehen. Wir setzen uns aber dort für weitere Verbesserungen an und wir müssen auch sehen, wenn wir das bundesweit vergleichen, dass das, was dort geschaffen ist, bei aller Schwerfälligkeit und manchmal wünschen sich, glaube ich, alle, dass es schneller geht. Es ist eines der erfolgreichsten, größten IT-Projekte in Deutschland, das es gibt und insgesamt eben deutlich zur Beschleunigung auch von Steuerverfahren beigetragen hat. Es zahlt sich eben aus, dass wir früh auf Digitalisierung und Automatisierung im Steuerbereich gesetzt haben. Ansonsten wären die Zeiten, die wir erreicht haben mit der Antwort auf Steuererklärungen, wären nicht zu realisieren. Mit Elster haben wir in Berlin für die elektronische Einkommensteuererklärung eine Quote von 75%. Das ist in aller Bescheidenheit Platz 1 im Ländervergleich. Für steuerlich beratende Steuerpflichtige, das können Sie sich als Feder an Ihren Hut stecken, liegt der digitale Anteil sogar bei über 90%. Für die Kommunikation mit den Finanzämtern soll dieses Modell deshalb weiter gestärkt werden. Und wir bauen das auch mit allem, was wir unterstützen können, zukünftig aus. Denn
Wer sich dort auf Lorbeeren ausruht, hat mal ein chinesischer Denker gesagt, der trägt sie so an der falschen Stelle. Also wer sich auf Lorbeeren ausruht, trägt sie an der falschen Stelle. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Professor Dr. Schwab, es bleibt also spannend. Und ich glaube, es bleibt spannend in Ihrem Berufsstand und in der Finanzverwaltung. Ich wünsche Ihnen jedenfalls für den Steuerberatertag in diesem Jahr, trotz des digitalen Neulands und der schwierigen Situation, ein gutes Gelingen, erkenntnisreiche Vorträge und spannende Diskussionen. Ich danke Ihnen für Ihren Einsatz. Bleiben Sie gesund und sicherlich können wir uns alle einmal persönlich begegnen. Die Einladung für den nächsten Kongress in Berlin steht.